Hallo meine lieben Diamonds und herzlich willkommen zu meinem Geburtstags-Special. Das bedeutet, ich zeige euch, was ich heute zum Geburtstag bekommen habe. Und dann fangen wir mal an mit einem Geschenk, das ich von meinen Eltern bekommen habe. Und zwar diese Diamond Dots AB Steinchen. Moment, ich hole mal die ganzen Dinger raus. So, wir haben fünf verschiedene Farben. Ich zeige sie euch gleich mal ein bisschen besser. So, das heißt, mit diesen Steinchen, die AB-Steinchen sind schön schimmernd. Ich muss mal eben hier näher ran. So, seht ihr das? Diese schimmernden Steinchen kann man nutzen, um sie, wenn man ein Bild mit runden Steinchen hat, dann kann man diese ersetzen mit diesen AB-Steinchen. Die irisieren in sich. Da hätten wir ein Grün, ein Blau, ein Gelb, ein, naja, eher Orange, soll aber ein Rot sein, aber ist echt schön. Und das Weiß gefällt mir besonders gut. Weiß ist ja in fast jedem Bild. So, das habe ich von meinen Eltern bekommen. Hatte ich mir gewünscht, habe ich bekommen. Ich freue mich sehr. Werden auch bald genutzt. Und dann zeige ich euch jetzt etwas, das ich von einer meiner Zuschauerinnen bekommen habe. Pia, ich hoffe, ich darf das zeigen. Ich habe eine Karte gekriegt von der Pia. Sehr, sehr süß. Sie schrieb: Herzlichen Glückwunsch zu deinem 38. Geburtstag. Ich hoffe, dir geht es gut soweit und du lässt dich ordentlich feiern. Ja, das lasse ich. Sie schreibt außerdem: Liebe Grüße an deine Katze Lilly. Ich habe sie schon geknuddelt von dir. Es macht mir so Spaß, deine Videos und Beiträge anzuschauen. Du bist ein wundervoller und sympathischer Mensch. Fühl dich gedrückt. Ich drücke dich ganz doll zurück. Liebe Grüße, deine Pia. @diamondpainting.girls auf Instagram. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne da vorbeischauen. Sie paintet auch ganz gerne und ihr Account ist sehr, sehr schön gemacht. Ne? Vielen, vielen lieben Dank, liebe Pia. Du kommst an meine Pinnwand dort hinten. Da kommst du dran. Also die Karte kommt dran. Ja, ihr seht hier hinten schon das Paket von Your Diamond Painting. Aber erst zeige ich euch, was ich von Your Diamond Painting noch so bekommen habe. Das hier. Ich habe erst gedacht, was ist das denn? Kajalstift? Ja, es ist ein Diamond Painting Stift. Total niedlich mit diesem Kopf dran. Finde ich so süß. Tatjana weiß, dass ich Stifte sammle, deshalb hat sie mir wohl den noch dazugepackt. Oder wer auch immer von euch mir den zugepackt hat, danke, danke, danke. Der Krach im Hintergrund ist mein Mann, der gerade den Kuchen wegpackt. Oder noch ein Stück davon nascht, ich weiß es nicht. Schatz, wenn du das hörst, hör auf zu naschen. Das ist mein Kuchen. Ja, das hier habe ich mir gewünscht. Ich wollte eigentlich den blauen haben, der war aber schnell ausverkauft und da musste ich mir noch ganz schnell den weißen schnappen. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir den noch reservieren konntet. Ich zeige euch den mal genauer. Also, wenn ihr einen Acrylstift bestellt, bekommt ihr diesen mit insgesamt vier Aufsätzen. Den Einer, den Dreier, den Fünfer und den Sechser. Oder unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob bei euch dann auch andere Dinger sind. Ihr seht, es ist eine glatte Oberfläche, der wiegt wirklich nicht viel. Fühlt sich sehr, sehr leicht an. Und ich bin schon gespannt, wie es sich damit paintet. Ich werde es auf jeden Fall heute noch ausprobieren. Wenn der Livestream klappt, dann werde ich beim Livestream den Stift als erstes benutzen. Also vielen lieben Dank, dass ihr mir den noch reservieren konntet. Ich freue mich, endlich mal so einen Stift auszutesten. Ich wollte diese Stifte, man sieht die ja überall, man sieht die in den amerikanischen Videos von Diamond Paintern. Überall. Ja, in allen Farben. Und wenn ich den blauen mit dem Wassermuster nochmal kriege, mit diesem durchsichtigen Muster mit drin, dann zeige ich Ihnen den auch. Dann zeige ich euch den auch. Ja, genau.
So, dann habe ich etwas bekommen, was wohl neu im Sortiment ist. Natürlich ein Toolkit dabei, das kommt dann zu meiner Sammlung von den... Die Stifte kann ich gut gebrauchen, ich mache ja auch selber welche. Die werden aber leider nicht so gut wie diese hier. Die wiegen dann mehr und ja, wisst ihr Bescheid. So, wir haben ein Bild, beziehungsweise das ist ein Fotoalbum, beidseitig. Ne? Man kann hier die Bilder reintun. Hier ist so, da kann man das reinstecken, das Foto, hier. Und auch an der anderen Seite. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr paintet, hoppala, auch so painten. Nebeneinander quasi. Habe ich erst die Tage, ich glaube, das war bei Janine, habe ich das gesehen und habe gedacht, boah, das muss ich auch haben. Ja, und jetzt liegt es bei mir, ne? Der Eiffelturm. Also wenn ihr solch ein Fotoalbum haben möchtet, bei Your Diamond Painting bestellen und ja, dann könnt ihr loslegen. Ich werde euch übrigens die Tage noch ein paar schöne Produkte zeigen. Ich habe auch ein paar kreative Seiten gefunden, die ich euch auch vorstellen möchte. Aber da lasst euch erstmal in den nächsten Wochen überraschen. Ich habe einiges im Petto für euch. Da könnt ihr euch auch viel vorbereiten. Ja, wie gesagt, hier ist ein, das ist ein Teilbild mit Glitzersteinchen. Und das werde ich euch dann auch irgendwann mal präsentieren, die Tage. Und ja, wir hatten wieder Sticker dabei. Die gucke ich mir nachher noch genauer an. Obwohl, nee, ich gucke jetzt mal rein. Wir haben ja die Zeit. So, dabei haben wir... Was ist das? Was ist das? Ich weiß es nicht. Ist es ein Tier? Ist es ein Mensch? Ich weiß es nicht. Ja. Oh! Ich liebe diese Diamantensticker. Diesen hatte ich noch gar nicht. Da freue ich mich echt drüber. Dann habe ich hier... Oh! Disney. Nochmal Disney. Boah, ich finde diese Figuren ja, diese Männchen so hübsch, ne? Und Super Mario. Ja, Tatjana weiß, was ich mag. Und dann ist hier noch eine Miezekatze drin. Was ist das denn? Ist das ein Sticker? Nee. Was ist das? Zum Aufruppeln? Das muss mir mal einer erklären. Was ist das? Aber das kann gut in mein Bullet Journal. Ja, ja, genau. Dafür kann es gut sein. So, ich tue mal die Sticker hier wieder rein. Und diesen Diamantensticker werde ich auf meine Kiste kleben, die ich jetzt gewuselt... Ich habe mein Arbeitszimmer jetzt vorangetrieben. Ich blende euch am Ende dieses Videos mal ein, wie mein Arbeitszimmer jetzt aussieht. Hat sich einiges getan. Ich habe einen neuen Schrank, ich habe einen neuen Schubladenschrank. So, diese Toolkits waren dabei. Und wofür die sind, das zeige ich euch jetzt auch noch. Ich habe nämlich erstens ein großes Bild bekommen. Und zweitens ein kleines Bild mit Bilderrahmen. So, dann zeigen wir euch das mal genauer. Noch ein Toolkit. Eine Wimpel. Glitzersteinchen. Ja, so liebt Mami das. Genau. Glitzermustert. Und dazu der Bilderrahmen. Finde ich ja total toll. Ich merke ja so Sets, wo die Bilderrahmen direkt mit bei sind. Das finde ich so praktisch. Und dazu dieses Bild. Eine Libelle. Das Bild wird sich so gut machen. In meinem Arbeitszimmer hier. Sehr, sehr schön. Runde Glitzersteinchen. Ja. Und dann, jetzt kommt's. Ich zeige euch als erstes mal die Steinchen. So. Ist eine Menge Steinchen. Ich habe die Tage erst bei Carina oder bei wem gesehen. Die hat ein neues Bild mit sehr, sehr viel Steinchen, sehr, sehr viel Weiß. Ich habe hier ein Bildchen mit sehr viel Braun. Und Baby Yoda. Baby Yoda! Ist er nicht süß? Aus dem VIP-Sortiment von Your Diamond Painting. Also wenn ihr in dieser VIP-Gruppe seid, in der VIP-Lounge,
Dort war das Bild zu haben und da habe ich es her. 80 mal 50 wird eine Menge Arbeit. Silvia würde sagen, ist ein Klacks. Ich sag oha, oha. Aber ich liebe Baby Yoda und von daher, ja. Und jetzt, ich konnte nicht warten. Als meine Eltern da waren, ich konnte nicht warten. Ich musste leider schon reinlinsen. Ich musste gucken. Aber ich zeige euch jetzt mal, was drin ist. So, ich muss mal kurz hier die Sachen zur Seite stellen, sonst habe ich hier gleich keinen Platz mehr. Und dann zeige ich euch auch mal die Steinchen. So, Moment. So, die Steinchen mache ich nochmal hier unten hin. Ne, da oben hin. Und dann holen wir den kleinen Racker mal aus der Kiste. Ne? Oh. Mein Vater hat es gesehen und war geschockt. Er hat direkt gefragt, was ist das? Da musste ich meinem Papa erstmal erklären, was Diamond Painting ist. Oh, da ist noch was drin. Oh, Moment. Ah, ja, stimmt. Ich habe... Habe ich das jetzt in das große Bild eingerollt, oder? Oha. Muss ich mal gucken. Ein Riesenpaket. Ich muss erstmal gucken, wo ich die ganzen Sachen dann verstaue. Also, ich zeige euch als erstes das Große. Das Kleine zeige ich euch gleich. Ah, mei, oh mei, oh mei. Ja, komm schon. Passt genau auf meinen Schreibtisch. Das ist wirklich der Hammer. Wenn ihr das mal sehen könnt. Genau auf meine Arbeitsfläche. Also das wird sich sehr, sehr gut painten lassen hier auf meinem Schreibtisch. Das finde ich ja toll. So. Und dann nehmen wir mein Lineal. Und gehen ein paar Mal darüber. So, dass es glatt wird. Wer so ein Lineal hat, der braucht nicht unbedingt das Ding immer öffnen direkt. So. Und jetzt... Spannung steigt. Ich zeige euch jetzt mal, wie Yoda aussieht. Oha, Moment. Das müssen wir da oben öffnen. Manchmal hat man das, wenn der Versand länger gedauert hat und es war warm draußen, da muss man erstmal die Folie fest dran rubbeln, um sie dann öffnen zu können, damit man nicht den Kleber mit abzieht. So, da seht ihr schon. Ah. Wer hat die Serie gesehen, Mandalorian? Ist der süß? Der ist so süß. Baby. Ja. Ich habe die Serie gesehen und jedes Mal, wenn Baby Yoda im Bild war, habe ich gemacht. Schaut euch die Serie unbedingt an, das ist so niedlich. Ah, da muss man den Kleber hier noch ein bisschen festdrücken, aber das ist kein Problem. Oh, der Kleber ist aber gut. So, ich mache den jetzt erstmal so auf, weil sonst kriegt die Folie nicht mehr gut drauf. Das sieht so gut aus. Ich muss mal eben näher ran, damit man die Folie... Oh, seht ihr den Druck? Moment. Druck ist gut. Der Druck ist wirklich gut. So. Machen wir wieder weiter weg, sonst kriege ich dir noch Augenschmerzen, ihr Lieben. So, gerade drauf machen, am besten mit dem Lineal. So. Und die andere Seite natürlich auch. Also ich bin sehr zufrieden mit der Leinwand. Super toll. Ich freue mich. So, und dann zeige ich euch die Grinsekatze. Es gibt sie natürlich in groß. Man sieht sie im Internet überall. Ich habe sie jetzt hier in klein mit runden Steinchen.
30 mal 40. Yoda ist 80 mal 50. Hat. How much Farben? Ich guck mal eben. Ja. Ich sortiere die ja eh wieder in Zipbeutel ein. Mache ich immer. Von daher. Weil wenn man nämlich diese Dinge einmal auf hat, kriegt man die Steine nicht mehr so wieder rein. So. Yoda hat 48 Farben. 64.000 Steinchen. Ja, das wird eine Arbeit. Ja. Schon vorkontrolliert die Steinchen, dass keine fehlen. Ich werde natürlich wieder nachzählen. Das sollte man auch immer machen. Immer nachzählen, nachdem ihr eure Bilder bekommen habt. Aber ich weiß ganz genau, Tatjana macht ihre Arbeit gut, Sophie macht ihre Arbeit gut. Alle machen ihre Arbeit gut bei Your Diamond Painting. Von daher kann man sich eigentlich drauf verlassen. Bei mir hat nie was gefehlt. Und ich habe da echt schon oft Sachen bestellt. Ja, Baby Yoda, mein kleiner Liebling. Danke für dieses Bild. Oh, das wird sich so gut machen. In meinem Arbeitszimmer. So, ich mach mal. Achso, ich wollte euch ja nochmal zeigen. Die Qualität der Steinchen. Ja, ein paar Löcher sind drin, aber das hat man wirklich überall. Da ist wieder alles glatt. Seht ihr die Steinchen? Die sind echt gut. Also, das wird sich schon gut legen lassen. Ich nehme mal random eine andere Farbe. Nehmen wir mal die dunklere hier. Das geht. Ups. Ja. Also da hatte ich schon echt schlimmere Leute und schlimmere Steinchen. Ja, wie gesagt, das sind so meine Geburtstagsgeschenke gewesen. Und ich schaue jetzt gleich mal, dass ich den Stream anschmeiße und dass es funktioniert. Aber vorher muss ich dieses Video noch schneiden und hochladen. Also tut mir leid, wenn der Stream verspätet startet. Verzeiht mir, aber... Ich komme. Also bis gleich, ihr Lieben. Und ja, wir sehen uns im Livestream. Eure Anni. Tschüss.